رحمه الله تعالى. Und wir haben zwei Teile schon erklärt von dem 29. Hadith. Heute beenden wir ihn inshallah ta'ala. Normalerweise sehe ich immer eine Sitzung für ein Hadith vor. Außer ein Hadith beinhaltet so viel, dass wir uns Zeit nehmen müssen. Denn liebe Geschwister, es ist wichtig, dass man einen roten Faden hat. Viele Leute lesen Hadithe, viele Leute hören Ayat, viele Leute hören Aussagen der Gelehrten, aber sie können nicht damit umgehen. Und weil sie nicht damit umgehen, haben sie ein falsches Verständnis. Und dieses falsche Verständnis führt dazu, dass man zum Schluss das eine Falsche auf dem anderen Falschen aufbaut und zum Schluss hat man Katastrophen konstruiert, die man leider nicht die Gelehrten erfragt hat, sondern man hat selber gedacht, dass man das verstanden hat. Und dieses ist sehr gefährlich. Und das ist der Grund, warum wir heute viele Abgeirrte haben, dass sie die Religion nach ihrem eigenen Verstand verstehen wollen. Und das ist eine gewaltige Fitna, dieser Verstand, liebe Geschwister, weil manche Leute denken, ich bin intelligent genug, ich kann das selber erforschen, ich brauche dafür nicht die Leute des Wissens. Und Allah Azza wa Jal hat uns aufgetragen, فَاسْأَلُوا أَهْلَ أَهْلَ الذِّكْ إِن كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Fragt die Leute des Wissens. Was heißt die Leute des Wissens? Die Gelehrten, wenn ihr nicht wisst. Und definitiv, die wissen das nicht. Das heißt doch nicht, weil man Diplom-Ingenieur ist oder weil man Arzt ist, dass man weiß auch, wie es den Jahil. Das heißt, wie man sich säubert nach dem Toilettengang. Nein, woher soll man das auch wissen, wenn man das nie gelernt hat? Du kannst der größte Mechaniker sein. Von mir aus warst du sogar auf dem Mond. Heißt das jetzt, dass du weißt, wie die Hajj-Riten gehen? Oder die Umrah-Riten gehen? Nein, du weißt das nicht. Das muss dir gezeigt werden. Du musst das einmal eins der Religion lernen. Aber wenn du das erlernst, dann hast du natürlich ein ganz anderes Verständnis der Religion. Und das ist das Gefährliche, was heute viele machen. Sie verlassen sich auf ihr Intellekt und wissen nicht, dass die Ärmsten schon eine Religion haben, der sie befolgen müssen. Sie müssen sich nichts ausdenken in dieser Religion. Sie müssen diese Religion nicht zusammenstellen, sondern diese Religion ist schon vorhanden. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Wer sagt das? Allah Azza wa Jal. Wa akmaltu alaykum ni'mati. Und ich habe meine Gnaden an euch vollendet. Wa raditu lakum al-Islama dina. Und ich bin zufrieden mit dem Islam. Du brauchst dir nichts auszudenken für diese Religion. Diese Religion ist schon etabliert. Deine einzige Aufgabe ist, diese Religion so zu erlernen, dass du sie richtig praktizieren kannst. Aber um sie richtig zu praktizieren, muss man lernen. Muss man lernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innamal ilm bitta'allu. Das Wissen kommt durchs Lernen. Anders wirst du kein Wissen erwerben. Und manche Leute denken, der ist kurz so im Trance-Zustand und dann kommt die Offenbarung in seinen Kopf rein. Und er saugt eins nach dem anderen auf und dann fängt er an. Fatwa links, Fatwa rechts. Und der Ärmste, wenn du ihn fragst, was sind die drei Grundlagen der Religion, der sagt dir, gute Frage eigentlich. Ich frage mal Google. Ja, das ist peinlich, dass man so eine Frage nicht kennt und rechts und links Fatwa gibt. Und daher, liebe Geschwister, für uns ist wichtig, dass wir die Grundlagen der Religion im Allgemeinen verstehen, so dass wir wissen, aha, so ist die Sache zu verstehen. Und wir haben, alhamdulillah, schon viele Hadithe durchgenommen, möge Allah uns alle reichlich belohnen, so dass wir jetzt einen schon mal guten Überblick haben und wir werden weitere Hadithe, inshallah ta'ala, studieren. Möge Allah uns die Kraft geben, dieses Büchlein durchzustudieren und möge Allah den ehrenwerten Gelehrten Imam An-Nawawi, rahimullah ta'ala, reichlich belohnen. Es reicht, dass jeder seine Bücher, fast jeder zu Hause hat. Es reicht, dass fast jeder seine Bücher was zu Hause hat. Riyadu Salihin sind fast in jedem Haushalt. Und die 40 Hadithe von Imam Nawawi sind fast in jedem Haushalt. Deswegen sagten einige Gelehrte, Wallahu alam, aber das ist der Beweis für sein Ikhlas, als er die Bücher geschrieben hat, dass Allah sie so verbreitet hat. Möge Allah von ihm annehmen.
Und wir wollen heute auch gleich den dritten Teil lesen, ohne dass ich die ersten beiden Teile wiederhole, liebe Geschwister, damit wir nicht noch einen vierten Teil machen müssen, inshallah ta'ala. Das Gespräch war zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und Mu'adh ibn Jabal radiallahu an, der nach etwas Gewaltigem gefragt hat, der gefragt hat nach den besten Taten, die man verrichten kann, weil er wollte in das Paradies. Und diese Raghba, dieses Begehren, in das Paradies hereinzukommen, ist begleitet von Taten. Wenn du die Taten nicht aufweisen kannst, dann kannst du auch niemals dieses Paradies erreichen. Er sagte, Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Qultu bala ya Rasulallah. Fa'akhadha bilisanihi wa qala huffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna بما نتكلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. So fragte er im letzten Teil. Soll ich dir mitteilen, und das sind die Wörter des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu Mu'adh, soll ich dir nicht mitteilen, was die Grundlage zu all dem ist? Ich entgegnete, gewiss, o Gesandter Allahs. Da ergriff er seine Zunge und sagte, halte dich damit zurück. Ich fragte, o Prophet Allahs, werden wir getadelt werden wegen dessen, was wir mit ihr sprechen? Er sagte, es ist so ernst, als ob deine Mutter dich verlieren würde, O Mu'adh. Was stürzt denn die Menschen auf ihre Gesichter nieder in das Feuer? Oder er sagte, auf ihre Nasen, außer der Ernte ihrer Zunge. Dieses wird berichtet von At-Tirmidhi, der gesagt hat, es ist ein Hadith Hasan Sahih. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil, über den wir heute inshallah ta'ala sprechen, und zwar über die Zunge. Mu'adh, radiallahu an, als er diese Information bekommen hat, dass es so wichtig ist, seine Zunge zurückzuhalten, hat er sich gewundert und hat gefragt, werden wir wirklich deswegen getadelt? Das heißt, können wir durch die Zunge in das Höllenfeuer gehen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was stürzt denn die Menschen auf ihre Gesichter nieder in das Feuer? Außer der Ernte ihrer Zungen. Und hier haben wir einen klaren Beweis aus dieser Überlieferung, dass die Zunge einem wo hereinbringen kann? In das Höllenfeuer. In einer Überlieferung, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an akfara ma yudkhilun nasa an-nar. Er wurde gefragt nach einer Sache, nach der meisten Sache oder nach dem häufigsten Grund, besser gesagt, nach dem häufigsten Grund, warum die Menschen in das Höllenfeuer hereingeworfen werden. Er hat zwei Dinge genannt. Wer kennt sie? Na, komm. Die Zunge und die Geschlechter. Sehr gut. Er sagte, die Zunge und das Geschlechtsteil. Das sind die Gründe, die häufigsten Gründe, warum jemand in das Höllenfeuer hereingeworfen wird. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةِ. Und er wurde gefragt nach dem, was die Leute, oder was der häufigste Grund dafür ist, dass die Leute in das Paradies hereingehen. Was sagte er? Husnul Khuluq. Husnul Khuluq. Und noch eine Sache? Das Verschrumpfen der Zunge. Husnul Khuluq. Was noch? Das ist hier im Herzen drin. Stimmt auch, aber fängt mit T an und hört mit dir auf. Taqwa, genau. Die Gottesfurcht. Das heißt, die beiden Gründe, die häufigsten Gründe, warum die meisten in das Höllenfeuer reingehen, sind aufgrund der Zunge und dem Geschlechtssein. Und wir können das alle bestätigen. Das heißt, das sind sehr gefährliche Körperglieder, die man zügeln muss. Und wenn wir hören, dass das die häufigsten Gründe sind,
Heißt das, dass wir sicher sind vor dieser Strafe Allahs Azzawajal? Nein. Die häufigste, was heißt häufigste Gründe? Dass es die meisten machen oder die wenigsten? Die meisten. Passt auf. Das machen die meisten. Und daher muss man aufpassen als Muslim, dass man nicht in diese Fitna gerät. Und auch dein Husnul Khuluq, dein guter Charakter und auch deine Taqwa bringen dich in das Paradies herein. Das sind die häufigsten Gründe, warum man in das Paradies hereingeht, liebe Geschwister. Was ist das Problem der Zunge? Das Problem der Zunge ist, dass sie eine große, große Fitna ist. Wir haben gehört, die häufigsten Gründe, warum jemand in das Höllenfeuer hereingeht, sind unter anderem die Zunge. Ist unter anderem die Zunge. Das heißt, wenn ein Muslim so etwas versteht, dann weiß er, was er mit dieser Zunge sagen darf, das lernt er, und er lernt, was er mit dieser Zunge nicht sagen darf. Schaut mal, der Prophet Sassanam sagte, als er ihn gefragt hat, können wir wirklich für diese Zunge getadelt werden? Er sagte zu ihm, deine Mutter soll dich verlieren, ja Mu'ad. Im Arabischen, Thaqalatka ummuki, ummuka, ja Mu'ad, deine Mutter soll dich verlieren, O Mu'ad, bedeutet nicht, was es wirklich bedeuten soll. Er meinte nicht damit, mach, dass du zur Hölle kommst oder stirb. Das ist man nennt das ein Wort, was man benutzt. Im Laufe der Zeit benutzen Araber Wörter, die eigentlich sehr schlimm in unserer Religion sind. Welche Wörter kennt ihr? Jetzt aber auch zurückhalten, ja? Welche Wörter kennt ihr, die Araber jetzt umgangsmäßig benutzen, wie die Salaf das nicht gemacht haben, wovor sie sich gefürchtet haben? Zum Beispiel, was macht man mit der Zunge viel? Was seht ihr unter den Arabern? Beschimpfen. Erstmal, Wallah, 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 Wallah. Bei jeder Sache, selbst bei einer Lüge. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. Und missbraucht den Namen Allahs nicht für euch. Und dieses häufige Schwören ist nicht eine Sache, die wir bei den Salaf gesehen haben. Es ist kein Problem, wenn man schwört, dann schwört man auf die Wahrheit und auf eine Sache, die richtig und wichtig ist. Aber diese Sache, bei jeder Sache, wenn es um selbst Kaugummi geht, Wallah, 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 und dann Walayadu Billah, das ist zu einer Gewohnheit geworden, so dass die Gelehrten in der heutigen Zeit sagen, wenn einer sagt Wallah, ganz schnell, dann wird er nicht mal zu einem, was hat man, wenn man Kafara macht, wie nennt man das? Kafara Yamin. Was heißt das? Normalerweise, wenn du schwörst, eine Sache zu machen, aber sie brichst, was musst du normalerweise machen? Kafara leisten. Zum Beispiel als erstes 10 Arme speisen. Wenn es nicht geht, dann 10 Arme kleiden. Wenn es nicht geht, dann 3 Tage fasten. Sklaven brauchen wir nicht zu erwähnen, das haben wir in der heutigen Zeit sowieso nicht, außer bei den Takfiris, da gibt es noch genug, möge Allah uns bewahren. Aber schaut mal, die Fuqaha sagen, wenn einer heute so Allah sagt, dann meint er das nicht so. Das ist eigentlich schlimm, dass er den Namen Allahs, wie eine, die wollte in die Diskothek rein, der Türsteher hat sie abgehalten, der Ding sagt, Wallah, ich werde reinkommen. Gut, dass er nicht gesagt hat, Wallah, du wirst nicht reinkommen. Das heißt, wie ist das Wort Allah bei Ihnen auf der Zunge? Leicht. Leicht. Obwohl, ist das ein leichtes Wort? Schau mal, die Salaf, wie sie gebetet haben, subhanallah, vor Ehrfurcht vor Allah, unsere Leute in der heutigen Zeit, fluchen, ganz normal. Fluch, Kuffer, diese ganzen Sachen, die einen in das Höllenfeuer bringen, er macht das in seinem ganz normalen Alltag. Und Mu'ad hat sich gefragt, werden wir wirklich für diese Zunge zur Rechenschaft gezogen? Natürlich. Mehr als das wollte ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagen. Und daher sagte uns der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Inna ahadakum la yatakallam bi kalimatin la yulqa biha dhalik. Einer von euch, er redet oder er sagt ein Wort, und er schenkt diesem Wort keine Beachtung. So geht er für dieses Wort wo herein? In Jahannam.
Was heißt, er schenkt diesem Wort keine Beachtung? Wusste er nicht, dass das ein schlechtes Wort ist? Doch. Aber womit hat er nicht gerechnet? Na, dass sie so gravierend ist. Dass dieses Wort so gravierend ist, dass es ihn wo reinsetzt? Es bringt ihn in Jahannam herein. Was fragt Muad Radiallahu anhu? Werden wir dafür getadelt? Was sagt der Prophet in dieser Überlieferung? Er schenkt dem Wort keine Beachtung und geht aufgrund dessen in das Höllenfeuer rein. Und die Gelehrten haben unterschiedliche Interpretationsweisen. Das kann ein Wort des Kufr sein. Das kann ein Wort, wie zum Beispiel in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, das war in der Zeit von Bani Israel und Abu Huraira hat diese Überlieferung getätigt, liebe Geschwister, dass es zwei Leute gab, ein gutes Tunde und ein schlechtes Tunde. Der gutes Tunde hat seine guten Taten gemacht und der schlechtes Tunde hat immer gesündigt. Und der gutes Tunde hat den schlechtes Tunde immer wieder gesagt, hör auf mit den Sünden. Bis eines Tages, als er ihn wieder ermahnt hat, dass er mit den Sünden aufhören soll, dann sagte der schlechtes Tunde, das ist zwischen mir und meinem Herrn. Das heißt, halt dich daraus. Dann sagte er zu ihm, Wallahi la yaghfirullahu lak. Allah, bei Allah, er hat geschworen, Allah wird dir nicht vergeben. So hat Allah Azza wa Jal faqabada arwahuhuma. Allah Azza wa Jal hat was genommen? Ihre Seelen. Und hat denjenigen, der immer Schlechtes getan hat, verziehen und ihn in das Paradies eingehen lassen. Während er den Gutestunden gesagt hat, warum oder hast du in meinem Namen geurteilt? Weil, was hat er gesagt? Er sagte, Wallahi, du wirst nicht, Subhanallah, ist das dein Urteil oder von Allah Azza wa Jal? Er hat geschworen bei Allah, du wirst nicht in das Paradies hereingehen, du wirst nicht die Vergebung Allahs bekommen. Allah Azza wa Jal hat ihn deswegen alle guten Taten gelöscht und ihn in das Höllenfeuer hereingebracht. So sagte Abu Huraira radiallahu anhu im Anhang von dieser Überlieferung, im Anhang, er sagte ein Wort, so wie das in dieser Überlieferung ist, kann deine gesamte Dunya zerstören und auch deine Akhira. Was wurden in der Dunya gemacht? Seine ganzen Taten gelöscht und in der Akhira, wo ist er hereingekommen? Jetzt überlegt, wie viele Leute sagen, bei Allah, der kommt ins Höllenfeuer. Bei Allah, der ist Kafir. Wie einer, Ulayyadu Billah, der gesagt hat, möge Allah ihn vernichten. Er sagte, Wallahi, Ibn Abbas ist im tiefsten Höllenfeuer. Und wer daran nicht glaubt, ist selber im Höllenfeuer. Schau mal, der ist Schiite geworden, man hat auf ihn geschossen und sein Ende ist noch nicht gekommen. Reicht, dass er Schiite geworden ist? Reicht das oder nicht? Das reicht. Das heißt praktisch, er hat seine Religion geändert. Eine neue Religion angenommen. Aber diese Leute, sie denken, es ist leicht, ein Wort des Kufr zu sagen. Ein Wort des Fisk zu sagen. Frevel. Ein Wort zu sagen, wo sie dem keine Beachtung schenken. Aber subhanallah, dieses Wort wird sie in der Dunya und in der Akhira zerstören. Daher, liebe Geschwister, das ist keine Leichtigkeit, dass wir einfach mit der Zunge irgendetwas sagen. Sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat drei Dinge. Und die erste, die er nannte, ist was? Qila wa qa. Dass man so Unnützes redet. Frage. Solange eine Sache nicht haram ist zu reden, darf man sie sagen, ja oder nein? Man darf das. Aber was passiert, wenn man viel redet? Man wird automatisch wo reinfallen? In Sünde. Das ist das Problem. Und in einer Überlieferung sagte der Prophet, es reicht, dass jemand alles weiter berichtet, was er hört. Das reicht an Sünde. Das reicht an Sünde, dass alles, was zu dir ankommt, dass du da weiter davon berichtest. Und du wirst automatisch in diese Fitna fallen. Deswegen, die Salaf haben sehr aufgepasst. Abu Bakr al-Siddiq, als Omar einmal reinkam, sah er, dass Abu Bakr al-Siddiq seine Zunge gehalten hat mit der Hand. Und er sagte, du bist diejenige, die mich in das Höllenfeuer hereinbringt, wenn ich dich nicht zügle. Schaut mal, wie sie sich selber ermahnt haben.
Und Ibn Aun, Rahimullah Ta'ala, einer der Salaf-Gelehrten, er sagte, Dhikru Nasi da wa Dhikru Allahi dawa. Dass du die Menschen, über die Menschen redest, ist was? Ist eine Krankheit. Und dass du Allahs erwähnst, ist eine Heil. Was für ein schöner Satz. Dass du die Menschen erwähnst, bei dem, was du sagst, ist eine Krankheit. Aber dass du Allahs gedenkst, während du ihn erwähnst, dieses ist eine Heilung für dein Herz. Und schaut, liebe Geschwister, würden wir viele Sachen sagen von dem, was wir sagen, wenn wir Allah Azza wa Jal sehen könnten? Sagt es. Wir würden viele Wörter weglassen. Und schaut heute nur den Umgang der Jugendlichen an. Du siehst zwei Jugendliche, Araber, Türken, unsere Leute. Er beschimpft seine Mutter auf übelste Weise, ihr wisst schon, was ich meine. Und er beschimpft seine Mutter auf übelste Weise und die sind beste Freunde. Sag, mit schmutzigen Wörtern reden sie über ihre Mütter, weil sie ehrenlos sind. Und solche Leute brauchen eigentlich eine Tracht Prügel, um ehrlich zu sein. Weil wer diese Grenze erreicht hat, oder er, ich kenne viele Leute, aber wo hat er mindestens Respekt, wenn es um was geht? Um Mutter. Aber diese Ehrenlose in der heutigen Zeit haben nicht mal mehr davor Respekt. Da ist mein Homie, der darf das. Du bist Ahmar und dein Homie ist Ahmar. Beide seid ihr auf dem Weg, dass ihr schon euer Gehirn verloren habt. Aber wenn du keine Gnade von Allah Azzawajal bekommen hast, schau mal, sogar wirst du in Bezug auf deine Familie ehrenlos werden. Und das ist das, was heute die Zeit erreicht hat. Du siehst, dass die Leute schwören, dass sie lügen und dass sie vor allen Dingen so viel Riba und Namima machen. Sie setzen sich hin in Sitzung und genießen, über andere Leute zu reden. Genießen. Über andere Leute zu reden. Was heißt genießen über andere? Er kann nicht schlafen gehen, bevor er nicht den Namen von dem und dem im Schlechten erwähnt hat. Er kann nicht schlafen. Das ist für ihn eine Mutter, ein Genuss. Und daher sehen wir auch viele Leute, die über die Muslime lästern. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ya ma'ashara man amana bi lisani wa lam yadkhul ولم يدخل الإيمان قلبه. O ihr, die ihr den Glauben mit der Zunge angenommen habt, ihr habt La ilaha illallah gesagt, aber dieser Glaube hat noch nicht was berührt eure Herzen. Er ist noch nicht in euren Herzen eingegangen. لا تغتابوا المسلمين. Lästert nicht über die Muslime. ولا تتبعوا عوراتهم. Und ihr sollt nicht nach ihren Fehlern suchen. Und wer nach den Fehlern der Muslime sucht, so sucht Allah nach seinen Fehlern. Und wenn Allah nach den Fehlern der Menschen sucht, so wird er sie finden und sie bloßstellen, selbst wenn sie in ihrem eigenen Haus sind. Passiert, passiert. Wallahi, ich habe selber mitbekommen, dass die Ehre von den Leuten, seine eigene Familie, dass dieses zum Vorschein herausgekommen ist, weil diese Person auch unter denjenigen war, die die Leute einfach so als Käfer erklärt hat. Die eigene Geschichte von seiner Frau kam zu mir persönlich, mit Bildern, mit Videos, mit allem. Sie hatte zwei geheiratet gehabt, ihn und sie hatte noch einen anderen Mann. Subhanallah, wie Allah dich bestraft, in deinem eigenen mit deinem eigenen Haus. Und daher aufpassen. Das ist nicht eine Sache, die leicht ist, dass du nach den Fehlern der anderen suchst. Wenn du denkst, dass du keine Fehler hast, dann suche nach den Fehlern der anderen. Aber wenn du selber weißt, dass du genug Fehler hast, dann suche nicht nach den Fehlern der anderen, sondern bitte Allah Azzawajal darum, dass er dich bewahrt und dass er, subhanahu wa ta'ala, nicht deine Fehler aufdeckt, denn Wallahi, wie viele üble Sünden verstecken wir, vergraben wir tief in unserem Herzen und es wäre die größte Peinlichkeit, wenn diese Sünden ans Tageslicht kommen. Richtig? Das ist die Sache. Deswegen, Allahumma sturna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawm al-ard. O Allah, bedecke uns über der Erde und unter der Erde und am Tag der
am Tag der Vorführung, wenn wir vor Allah Azzawajal stehen und unsere Taten vorgeführt werden, liebe Geschwister. Die Zunge. Es gibt, wie manche Gelehrte aufgezählt haben, über 1200 Krankheiten mit der Zunge, die man machen kann. Über 1200 Sünden, die man mit der Zunge machen kann. Wir kennen vieles nicht. Wir könnten jetzt vielleicht 4 oder 5 aufzählen, aber viele andere Sachen kennen wir nicht. Zu den bekanntesten Sachen gehört Al-Riba und Al-Namima. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari von Ibn Abbas radiallahu anhu, er hat einmal 2 Äste genommen, sie abgebrochen, sie durchbrochen, den Ast durchbrochen, und dann hat er auf jeweils ein Grab von den 2 Gräbern so ein Stück vom Ast getan. Und er sagte, ich hoffe, dass Ihnen dieses die Strafe im Grab mildert. Das war ein Grab, passt auf, vor dem Islam. Und er sagte, diese beiden werden gar nicht mal, es gibt verschiedene Riwayat, verschiedene Überlieferungen, wegen etwas Großem bestraft. Der eine, er hat sich nach dem Urinieren nicht gesäubert. Und der andere hat Namima gemacht. Was meinte er, der Prophet? Sie werden gar nicht mal wegen so großen Sünden, wenn wir diese Sünden vergleichen im Vergleich zu anderen Sünden, dann würden sie klein. Aber sind sie klein? Das sind die häufigsten Gründe, wie Qatada radiallahu anhu sagte, das sind die häufigsten Gründe, warum jemand im Grab bestraft wird. Schon vor unserer Zeit. Vor dem Islam. Das waren Gräber aus der vorislamischen Zeit. Subhanallah, aber da wurden sie schon für diese Dinge zur Rechenschaft gezogen. Das eine ist klar, wenn man sich nach dem Urinieren nicht säubert, und ich bitte euch, liebe Geschwister, weil, wallahi, wir müssen bei Null anfangen. Und das ist keine Kritik an die Leute, sondern vielmehr, dass wir nicht den Islam beigebracht bekommen haben. Ein Muslim, wenn er sein Geschäft macht, klein oder groß, was muss er machen? Er muss sich säubern. Das Beste ist, dass er sich mit was säubert? Mit Wasser. Mit Wasser. Wenn er aber kein Wasser hat, dann mit Tüchern. Na? Und ausreichend Tücher benutzen, denn in der Zeit vom Propheten Sassanam befahl er uns, dass wir nicht unter 3 Steine benutzen. Nach dem großen Geschäft. Was bedeutet das in dieser heutigen Zeit, Ahmed? Was bedeutet das in dieser heutigen Zeit? Hm? Ja, benutzt du Steine? Nein. Muscheln? Ja, dann was? Handtücher, Papier allgemein. Handtücher? Also nicht Handtücher. Okay, also irgendwo gibt es Grenzen. Auf jeden Fall, deine Handtücher möchte ich nicht mit Handtücher. Hältst du jetzt mal für dich selber. Taschentücher? Ja, genau. Oder beziehungsweise Toilettenpapier. Ja, wenn wir das umwälzen auf die damaligen Zeit, wie viel sollten das sein? Mindestens 3. Warum mindestens? Mindestens 3 heißt, wenn nicht alles sauber ist, dann egal. Nein. Das heißt, mindestens 3 heißt, wenn Bedarf besteht, dann mehr, nicht weniger. Gerade hier sollte man nicht geizen. Aber das Beste ist, dass man mit was sich säubert, mit Wasser. Aber der Prophet, wie Anas ibn Malik berichtet hat, radiallahu anhu, hatte immer, was hat ihn Anas immer mitgenommen? Ein Leder. Grobwasser. Ein, nicht Grobwasser, sondern ein Lederbeutel. Lederbeutel. Leder. Schon so wie ein, da kommt Wasser rein. Wie so ein. Ein Aber manchmal fehlen die Wörter, Alhamdulillah. Da war Wasser drin und von dort hat er dieses benutzt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und hat sich gesäubert. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn man aber kein Wasser hat, dann nimmt man Papier. Dann nimmt man Papier und säubert sich damit entsprechend. Damit schützt du dich vor der Strafe im Grab. Wegen sowas wird man im Grab bestraft bei Allah. Und a'udhu billah, ihr seht, viele Leute, sie machen ihr Geschäft und ziehen sich direkt an. Manche bei Allah waschen sich nicht mal nur die Hände.
Nur die Hände. Und das sind Leute, die wollen uns beibringen, dass wir die falsche Religion haben. Lustig, ja? Der kann sich nicht mal den Hintern säubern. Der belegt auch so seine Brötchen, möge Allah uns bewahren. Immer Nutella dabei. Und will uns beibringen, was die richtige Religion ist und was die falsche Religion ist. Salman al-Farisi, radiallahu anhu, schaut mal diese Wörter, subhanallah. Er hat voller Izza, voller Stolz gesagt. Er sagt, Wallahi, unser Prophet hat uns beigebracht, wie wir uns sogar nach dem Toilettengang sauber machen. Alhamdulillah. Sollen die lachen. Aber wer schmiert alles mit sich? Sie und nicht wir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dann, liebe Geschwister, was ist das Zweite? Er nannte die An-Namima. An-Namima ist Naqlul Kalam ala Sabilil Ifsad. Dass du Wörter überträgst mit einer Absicht, was zu schaffen zwischen den Leuten. Fitna, Feindschaft. Ich gehe zum Beispiel zu Bilal und ich sage ihm, wüsstest du doch nur, was Muhammad über dich gesagt hat. Allah, ich will nur Hak sprechen. Ich will nur Hak sprechen. So sagt er in der heutigen Zeit. Ich will gar nicht, ich meine es nicht schlimm. Wüsstest du nur, was Muhammad über dich erzählt hat? Ich glaube, du wärst jetzt nicht mehr gut drauf. So, und dann blies er noch Feuer ins Öl ins Feuer. Was war seine Absicht? Er will zwischen Muhammad und Bilal was schaffen? Streit. Sagt, dass ihr euch für Allah liebt. Wir lieben uns mal. Nicht, dass ihr sagt, aber was hat jetzt mit uns? Bestimmt meint er was. Er will Streit verursachen. Zwischen den beiden Leuten. Und guck mal, subhanallah, diese Religion ist gekommen, um was sauber zu halten? Unsere Gesellschaft. Weil wenn wir so miteinander umgehen, was passiert? Was passiert mit der Zeit? Spalten. Wir spalten uns. Passiert oder nicht passiert? Passiert. Aber die Religion will, dass wir eine Minder sind, eine Gruppe sind, dass wir nicht einander spalten und dass wir nicht auseinandergehen. Wie Allah Azzawajal sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Aber durch solche Sachen, ja, dass man Namima macht, dass man sagt, schau mal, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber weil du es nicht wusstest, werde ich es dir jetzt erst recht mit Liebe sagen. Das ist sehr schlimm. Das ist eine der übelsten Sachen. Namima nennt man das. Dann gibt es Buhtan und Riba. Buhtan und Riba. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Atadruna man Riba. Wisst ihr, was die Riba ist? Die überlief uns bei Bukhari. So sagten sie, Allahu wa Rasuluhu, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, Dikru achaka bima yakraha. Die Riba ist, dass du etwas über deinen Bruder sagst, was er nicht mag. Nicht, was du nicht magst. Nicht, dass du sagst, wir machen die Wörter nichts aus. Natürlich nicht. Die kommen ja auch von dir. Dass du über deinen Bruder was sagst, was er nicht mag. Jetzt zum Beispiel, Usama weiß ganz genau, dass Ahmed nicht gerne hört, dass, was würden wir machen? Vom Handtücher. Dass er Handtücher für andere Zwecke. Mal angenommen, Ahmed wäre klein, er ist aber nicht klein. Und er hasst das, wenn man sagt, er ist klein. So, jetzt Osama sagt, er ist klein. Aber welche Absicht hat Osama bei dem Wort, wenn er sagt, er ist klein? Welche Absicht hat er? Ihn zu kränken. Ihn sozusagen mit etwas Schlechtem zu beschreiben. Hier hat er was gemacht? Riba. Dann sagte man zum Propheten, dass wir etwas über den Bruder sagen, was er nicht mag. Und wenn es die Wahrheit ist, er sagte, das ist Riba. Das heißt, wir reden sowieso über die Wahrheit. Er sagt, und wenn es nicht die Wahrheit ist, so ist das Buhtan. Buhtan bedeutet, du lügst noch dabei und kränkst deinen Bruder. Hättest du nur die Wahrheit gesagt und ihn gekränkt, ist das eine große Sünde. Aber ihn zu kränken und dabei noch zu lügen, ist noch eine größere Sünde als Riba. Und für Riba gibt es die Strafe im Grab. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sah Leute, die im Grab sich gegenseitig, sie hatten Blei, Kupfer, aber
Kupfernägel. Nägel aus Kupfer und haben damit ihre Gesichter zerfleischt und ihre Brüste zerfleischt. Dann fragte der Prophet, wer sind sie? Man sagte ihm, das sind Leute, sie haben das Fleisch ihrer toten Geschwister gegessen. Was heißt das Fleisch der toten Geschwister gegessen, Ahmed? Die haben Riba gemacht. Ahsan. Sie haben über sie gelästert. Dafür gibt es eine Strafe wo? Im Grab. Und was haben wir gesagt? Was ist schlimmer? Riba oder Buhtan? Buhtan. Buhtan ist, dass du über deinen Bruder lügst, während er dieses überhaupt nicht gemacht hat. Das ist Buhtan, eine viel schlimmere Form. Ja. Wenn wir diese Sachen nicht lernen, dann werden wir automatisch da reinfallen. Dann werden wir automatisch reinfallen in diese Sachen. Buhtan ist sehr, sehr schlimm, liebe Geschwister. Dann sollte man wissen, nicht alles ist Riba, nicht alles ist Läster. Es gibt Ausnahmefälle, wo eine Sache, die normalerweise unter Lästern gehören würde, nicht dazu gehört. Dass man zum Beispiel, wenn man zu einem Sheikh geht, zu einem Lehrer geht, man hat ein Problem mit jemandem und man beschreibt dem Sheikh das Problem, indem man auch vielleicht ein Wort benutzt, was der andere nicht mag, aber das sagt man nur aus einem Grund, um dem Sheikh die Lage zu schildern. Wie zum Beispiel Hind radiallahu anha wa ardaha zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging und sagte Abu Sufyan, das heißt ihr Mann, Abu Sufyan gibt mir kein Geld, das heißt, um es auszugeben für den Haushalt. Er ist geizig, sagte sie. Normalerweise, das Wort geizig ist was? Ist Riba oder nicht? Ist Riba. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie darauf aufmerksam gemacht? Nein. Weil sie hat hier was geschildert, eine Situation. Diese Situation ist Ausnahme. Bitte versteht das. Ausnahme. Als sie dieses Wort gesagt hat, wollte sie was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam klar machen? Dass dieses so meine Situation ist. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, nimm so viel, wie du brauchst, aus seiner Tasche heraus. Das heißt, ohne sein Wissen. In dem Fall, wenn der Mann der Frau nicht die Rechte gibt, was heißt, wenn der Mann nicht der Frau die Rechte gibt? Er kauft ihr keine Lacoste-Uhr und keine Sherry-Tasche? Oder wie heißt diese? Deutsche Gucci. Na, heißt es das? Nein. Was heißt das? Na? Er gibt ihr die wichtigsten Sachen nicht. Unterhalt, Kleidung, Essen, Trinken. Das gibt er ihr nicht. Und so war das bei Abu Sufyan. Und ihr seht Abu Sufyan, subhanallah, der Prophet sallam sagte, man dachala baytahu, yani bayt Abi Sufyan, radiallahu anhu arda, so ist er in Sicherheit, subhanallah. Und trotzdem hat es auch Schwächen gegeben bei einigen Sahaben. Das heißt aber nicht, dass wir diese Schwächen nachmachen, sondern dass wir uns an den Besten halten, die Geschwister. Was zählt noch nicht als Riba? Du hörst von jemandem, der will zum Beispiel eine Schwester heiraten. Du weißt, er ist ein Drogendealer. Und er ist ein Schmutziger und er betet nicht, dann sagst du, heirate den nicht, dieser ist ein Frevler, so einer darf nicht geheiratet werden. Kein Problem, ist kein Riba. Einer, der Wulayyadu Billah die Leute ins Höllenfeuer ruft mit seiner üblen Akida, dass man über ihn redet. Über ihn redet, was heißt über ihn redet? Bitte versteht das. Nicht über seine Person, Barkafi. Nicht über seine Person, dass du sagst, seine Nase ist krumm. Nein, er sagst du, seine Akida ist krumm. Seine Akida ist krumm, der ist einer, der ruft die Leute in der Irre, der ist ein Irregegangener, das ist keine Riba. Weil manche Leute denken, manche Sachen wären Riba, aber sie sind keine Riba. Auch eine weitere Sache, die kein Riba ist, ist, wenn man zwischen zwei Leuten schlichtet. Sehr gut. Wenn man zwischen zwei Leuten schlichtet. Was heißt zwischen zwei Leuten schlichten? Die Streit haben? Ja, was sagt man dann? Ja, wo ist das? Kein Riba? Nein. Der liebt dich für Allah. Nein, das ist, wenn man lügt. Was meinen wir? Was meinen wir? Wir haben jetzt drei Sachen aufgezählt. Weiter. Was gibt es noch? Wenn jemand dir, wir kommen gleich zu der Sache, Unrecht antut. Wenn jemand dir Unrecht antut, er hat zum Beispiel Geld von dir geklaut.
oder er hat dich betrogen in einer Sache, beim Handel oder sonstiges, dann sagst du, der ist ein Lügner, kaufe nichts von ihm. Normalerweise ist das was? Riba. Aber in dem Fall ist das keine Riba. Was noch? Beim Käfer? Ja, oh, beim Käfer gibt es keine Riba. Wir reden jetzt nur in den Fällen. Na. Generell, wenn man eine Person beschreiben will und jetzt mit Worten, die jetzt persönlich zu ihm passen, zum Beispiel Okay, eine Person soll beschrieben werden. Man sucht zum Beispiel eine Person, dann sagt man, ich kenne ihn. Das ist der Lange, der über 2 Meter ist. Und normalerweise, vielleicht mag er das nicht, aber hier geht es um Beschreibung. Deswegen hat das einen anderen Charakter. Pass auf, und Allah kennt die Absichten, ob man ein Wort so sagt oder so sagt. Allah kennt, subhanahu wa ta'ala, die Absichten. Was wollte ich euch nur damit aufzeigen? Es gibt was, es gibt Dinge, die sind keine Riba. Aber trotzdem sollte man nicht übertreiben da. Weil auch einer, der dir Unrecht angetan hat, das heißt nicht, dass du jeden Tag jetzt das Thema aufmachst, 50 Stunden lang. Ja, weil manche Leute denken so. Nein, das heißt, wenn du die Leute aufgeklärt hast, der ist ein Betrüger, der ist ein Schwindler, dann reicht das. Du brauchst hier nicht zu übertreiben. Na, und dann sollten wir eine Sache wissen, dass wegen einem Wort, was du sprichst, Allah zornig machen kannst bis zu dem Tag, an dem du ihn triffst. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ein Diener sagt ein Wort einfach so. Und Allah wird zornig auf ihn aufgrund dieses Wortes bis zu dem Tag, an dem er ihn trifft. Aber auch ein Diener kann ein gutes Wort sagen und Allah ist zufrieden mit ihm bis zu dem Tag, an dem er Allah trifft. Was könnte das für ein Wort sein, das Allah azzawajal zornig macht bis zu dem Tag, an dem er ihn trifft? Kufr, sehr gut. Ja, was noch? Nicht nur Kufr, was noch? Bitte. Na, und vor allen Dingen, wenn das über welche Leute ist? Über die Gläubigen. Jetzt stellt euch mal vor, diejenigen, die heute über die Sahaba schlecht reden. Stellt euch mal vor. Mit welchen Wörtern beschimpfen sie? Die gehören alle in diese Kategorie. Sie sagen ein Wort und überlegt, man hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sahaba geliebt. War er mit ihnen zufrieden? Radiallahu anhum. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Und jetzt sagst du Wörter, die Allah Azza wa Jal in Frage stellen, weil nachdem Allah gesagt hat, er ist mit ihnen zufrieden, sagst du, wer ist Allah? Ich sage, das sind üble Leute gewesen. Und so ein Wort bringt dich bei Allah in Jahannam herein. Deswegen aufpassen mit den Wörtern. Und immer daran denken, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der still ist, Najah, so hat er Erfolg gehabt. Was meinte er damit? Je weniger du redest, umso weniger Sünden kommen zustande, umso kontrollierter bist du beim Reden. Und deswegen, nochmal, wenn du etwas sagst, dann gibt es 3 Möglichkeiten. وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Es gibt, Allah Azza wa Jalla sagt, und er spricht kein Wort aus, außer dass da Engel sind, die bereit sind, alles niederzuschreiben. Und deswegen fallen deine Wörter in 3 Kategorien. Entweder kriegst du dafür Hasanat. Oder die Wörter, die du sagst, du kriegst dafür keine Sayyiat. Die sind Mubah. Zum Beispiel, ich sage dir, du hast eine schöne Hose. Ist jetzt keine Sache, für die ich bestraft werde. Aber es ist auch keine Sache, für die ich belohnt werde. Okay? Mubarak. Dann gibt es Wörter, die sind Sünde. Die sind was? Sünde. Diese Wörter, dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und dann gibt es Wörter, das ist die letzte Kategorie, die sind neutral. Weder wirst du dafür belohnt noch bestraft. Also entweder wirst du für die Wörter belohnt oder du wirst bestraft oder weder noch, die sind neutral, die verschwinden.
Daher soll man sich oft daran erinnern, dass der Prophet sallam sagte, Ittaqullaha, fürchtet Allah, Ittaqunnara, afan, fürchtet das Höllenfeuer, walau bishiqqi tamra, auch wenn es nur mit der Hälfte einer Dattel ist. Fa'in lam tajid, fa'bikalimatin tayyibatin. Und wenn du kein gutes Wort findest, dann mit einem, wenn du keine halbe Dattel findest, dann mit einem guten Wort. Das heißt, dass du deinem Bruder ein gutes Wort sagst, um belohnt zu werden, so wirst du auch belohnt dafür. Aber wenn du allgemein normal mit ihm sprichst, so ist das zwar keine Sünde, aber man soll auch nicht übertreiben damit. Wallahu ta'ala ala wa ala, subhanahu wa hamdik, ashadu an la ilaha illa ala, astaghfiruka wa atubu ilayk, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. damit haben wir den 29. Hadith beendet. Na, wenn es Fragen dazu gibt, dann bitte schön. Ja. Wenn man mit jemandem spricht, der älter ist als man selbst, und der neigt dazu, Riba zu machen, ja, wie soll man sich verhalten? Wie verhält man sich gegenüber Älteren, die Riba machen? Und man will respektvoll sein, wie kann man das am besten machen? Indem man indirekt spricht. Indem man sagt, Subhanallah, letztens war ich in einer Moschee und da habe ich einen Vortrag gehört, dass der Sheikh 1, 2, 3 sagt. Jetzt hat man ihn angesprochen, ja, aber wie? Indirekt. Und da ging es um das Thema so und so und dass man ihn das ein bisschen ausmalt, so dass er versteht. Na, Wallahu ta'ala ala wa ala. Was, wenn er das selber nicht als Riba sieht? Also er sagt jetzt zum Beispiel über einen Sheikh, der kann nicht gut Arabisch zum Beispiel. Mhm. Ist das schon Riba in dem Fall? Ja, wenn er das, wenn er das meint als Neid, dann ja. Schau, vielleicht sieht schau, er das nicht als schau. Riba. Die Sache ist so. Jetzt zum Beispiel, ich sage, ein Sheikh kann nicht Koran lesen, zum Beispiel. Wenn ich jetzt das Recht habe zu urteilen und ich das Wissen habe und ich sage, der Sheikh kann nicht gut Koran lesen und ich meine das nicht als eine Riba, sondern ich meine das für die Leute, damit sie auch wissen, wo sie ihre Religion lernen, hier hat er nichts Schlimmes gesagt. Okay? Aber wenn er selber keine Ahnung hat vom Koran lesen, und das haben wir heute in dieser heutigen Zeit, du hast Leute, der hat keine Ahnung vom Koran, von der arabischen Sprache, aber er will Leute beurteilen und der kann keinen einzigen Satz bilden auf Hocharabisch, aber er will Leute beurteilen, ob sie Arabisch können oder nicht. Hier weißt du ganz genau, um was handelt es sich? Um Riba. Das ist der Unterschied. Deswegen auch in vielen Sachen spielt die Absicht eine Rolle. Na, Allah ta'ala ala wa ala. Deswegen soll man genau darauf achten, wenn jemand jetzt sagt, der kann das nicht, aber er meint das so feindselig, so nach dem Motto, ich warne euch vor dem, aber ich habe keinen Grund, euch vor dem zu warnen, das ist Riba natürlich. Na, Allah ta'ala ala wa ala. Tfad. Wollt ihr die Thema fragen oder kann man auch andere fragen? Ne, erstmal zum Thema. Achso, okay, danke. Weil die Leute, die auch die Hadithe lernen, die wollen erstmal die Frage zum Thema haben. Na, alles verstanden? Alhamdulillah. Tafaddal Malik. Wie ist das, wenn zum Beispiel ein, ja, weil zum Beispiel meine Frau ist schwanger und jetzt Ramadan-Zeit? Ich sage immer indirekt, es gibt eine Frau, die schwanger ist. Na? Zum Beispiel, und ist Ramadan-Zeit gelaufen und sie ist zum Beispiel fünfter Monat, vierter Monat, wie ist das? Eine Frau, die schwanger ist, ist sie verpflichtet zu fasten oder nicht? Die Gelehrten haben diese Frau in drei Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie ist, sie kann fasten und es schadet ihr nicht, diese ist verpflichtet zu fasten. Die zweite Kategorie ist, sie braucht zwar etwas Anstrengung, aber sie kann fasten, auch wenn das mit etwas Anstrengung verbunden ist, aber hier für die Frau ist es besser, dass sie fastet, beliebt. Und diese Frau darf nicht fasten, weil sie sich oder ihr Kind oder sich und ihr Kind schadet,
für diese Frau ist es verboten zu fasten. Und mit der Speise, wie ist das, muss jeden Tag 5 Euro so... Wenn eine Frau weiß, dass sie zum Beispiel jetzt erstmal die Schwangerschaft hat, danach die Stillphase hat und so weiter und so fort, dann speist sie jeden Tag einen Amen, wenn sie den gesamten Ramadan nicht durchmacht. Wie soll das der Tag sein? Das hängt davon ab, in welchem Land sie diesen speist. Zum Beispiel in Afrika ist eine Mahlzeit günstiger als hier. Nimm mal in Afrika, eine Mahlzeit kostet so zwischen 50 Cent und 1 Euro. Lass mal 1,50 Euro sein. Okay? Das heißt nicht, dass man jeden Tag einen Amen suchen muss. Man kann, wie Anas ibn Malik radiallahu anhu das gemacht hat, man kann alle zusammen einladen, die 30 Arme, und dann können die essen. Aber man darf das nicht als Geld geben. Man darf nicht den Armen das Geld geben, sondern sie müssen damit gespeist werden. Zum Beispiel so 100 Euro sammeln und dann schicken nach Somalia. Ja, okay, du schickst das, aber derjenige, zu dem das geschickt wird, was muss er machen? Er muss sie speisen. Du hast ihn beauftragt, er muss sie speisen. Es reicht nicht, dass er ihnen das Geld gibt. Mafhum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt, subhanahu wa ta'ala, so ist seine Wiedergutmachung die Speisung eines Armen. Was hat Allah gesagt? Die Speisung eines Armen. Und nicht, dass man ihm Geld gibt. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Wie ist es, wenn ein Käfer über eine Person lästert? Wie ist es mit Yawm al-Qiyamah? Wie ist es, wenn ein Kafir lästert? Der Kafir, der hat ja keine Hasanat, wie ihr wisst. Okay? Der Kafir, ihr müsst zwei Dinge betrachten. Manche Gelehrte sagen, der Kafir wird wegen zwei Sachen bestraft. Einmal, dass er nicht den was angenommen hat, den Islam, und zweitens, dass er nicht die was vollzogen hat, die Gebote im Islam. Und der Beweis dafür ist, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُوا نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَا الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ. Über wen berichtet Allah Azza wa Jalla hier? Über die Kuffar oder über die Muslime? Über die Kuffar, weil وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ heißt, wir haben diesen Tag was? Verleugnet. Diese Hadith, diese Ayat, passt auf, wir sind nicht über Muslime. Aber, dass sie das Gebet nicht gemacht haben, hat sie auch in Jahannam reingebracht. Und hier sehen wir, was hat Allah Azza wa Jalla oft gezählt? Sie haben nicht gebetet. Sie haben nicht die Zakat bezahlt. Sie haben nicht aufgepasst mit ihrer Zunge. Und wir pflegten, nachudu ma'al kha'idin hier bedeutet, dass sie sich lustig über die Religion gemacht haben. Das heißt, diese Gebote, normalerweise sagst du, der ist Käfer, der braucht keine Gebote. Doch, er wurde doch für diese Gebote zur Rechenschaft gezogen. Deswegen, wallahu ta'ala ala wa'alam, ein Käfer wird auch nicht nur für seinen Kuffer bestraft, sondern auch für die Nicht-Einhaltung der Gebote nach einer Ansicht der Gelehrten. Nach einer Ansicht der Gelehrten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadhal. Aber wenn jetzt ein Muslim anwesend ist, und das sind alles Kuffar, die lästern über den und den hintereinander weg, man muss was machen, oder man kann ja nicht dabei bleiben und nichts sagen und das einfach so. Wenn ein Muslim sitzt oder wenn ein Muslim sieht, dass die Kuffar übereinander lästern, schaut mal. Die Sache ist, wenn du mit Kuffar Dawa machst, dann machen wir nicht Dawa mit Gebote, sondern wir machen erstmal Dawa mit was? Mit Tawhid. Wenn sie niemals den Tawhid verstehen, verinnerlichen, werden sie auch niemals die Gebote ändern. Na? Insofern, wenn sie deinen Charakter sehen, ist das sehr schön, dass du dich nicht an ihren Bestandteilen. Aber was machst du jetzt zum Beispiel? Ein Kafir sagt dir, ja, dieser Michael, ein richtiger Verdwanz oder sowas, ja? Dann sagst du, also ich habe gelernt, dass wenn man jemandem etwas zu sagen hat, dann geht man direkt zu ihm hin.
dann ist auch das Gespräch gleich beendet, da kannst du sicher sein. Ja? So was sagt man ihnen auf jeden Fall, um ihnen auch den guten Charakter zu zeigen. Aber wenn wir Dawa machen, machen wir erstmal Dawa mit ihm über was? Über Tauhid und La ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa amin. Tfadl. Außerhalb des Themenbereichs, oder? Sind wir schon lange. Okay. Also jemand möchte gerne wissen, ob man verbeamtet werden kann, also als Polizist, Lehrer oder beim Finanzamt arbeiten. Das verbeamtet sein selber, das heißt, dieser Status, dass man hier einen Beamtenstatus oder sonstiges hat, es gibt allgemein nichts dagegen auszusetzen. Es ist erlaubt, wie die Gelehrten erklärt haben, auch für den Staat zu arbeiten. Nur die Frage ist, welche Arbeit? Es gibt Arbeiten für den Staat und Arbeiten. Was man nicht arbeiten darf, ist als Polizeibeamter. Was man nicht arbeiten darf, ist als Bundeswehrsoldat. Diese Sachen sind klar falsch und nicht erlaubt. Aber jetzt einer arbeitet in einer Verwaltungstätigkeit. Das ist kein Problem. Das ist ein Unterschied und das ist ein Unterschied. Na, Wallahu ta'ala ala wa tfadl. Wenn, nochmal zurück zur Frage, wenn jetzt der Kafir über einen Muslim lästert, kriegt er Lohn, Yawm al-Qiyamah? Der Kafir selber? Ne, der Muslim kriegt. Ja, der Kafir selber hat ja, wie wir wissen, keine Hasana. Dieser kriegt nur Strafe. Na, aber wird durch den Schaden, den ein Kafir einem Muslim antut, der Muslim belohnt? Natürlich. Aber es wird nicht in Form von Hasanat sein, weil der Kafir hat keine Hasanat. Unter Muslimen wird das mit was sein? Mit Hasanat. Aber bei einem anderen, wenn es ein Kafir ist, Allah wird ihm seine Strafe geben und er wird dem Muslim sein Recht zurückgeben. Es wird gefragt, ob es erlaubt ist, als Muslim einen nicht Muslima zu heiraten, standesamtlich, also nur standesamtlich, um in Deutschland bleiben zu können. Darf man eine Nicht-Muslima heiraten, standesamtlich, und nur um in Deutschland zu bleiben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man rascha falaysa minna, derjenige, der betrügt, gehört nicht zu uns. Derjenige, der betrügt, gehört nicht zu uns. Sagt es mir, ist das Betrug oder nicht? Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Na. Ja, heirate ich deutsche Frau, bleibe ich hier in Deutschland. Ach, subhanallah, das Problem ist, wenn manche Leute nicht gelernt haben, was Allahs Bestimmung ist. Wallahi, wenn Allah will, dann bleibst du hier, auch wenn du keine deutsche Frau geheiratet hast. Ja? Schau mal, Ahmed ist immer noch hier, hat keine deutsche Frau. Na, tafadhal. Darf eine Frau ihren Bruder meiden, der Fitna zwischen ihr und den Kindern macht, sodass ihre Kinder ungehorsam gegenüber ihr sind? Ja, wenn ein Bruder Fitna macht zwischen den Kindern und seiner Schwester, natürlich hier kann sie den Kontakt aufs Äußerste reduzieren, so dass die Kinder nicht in Berührung mit dieser Fitna kommen. Sie soll trotzdem ihn anrufen, mit ihnen am Telefon reden, aber sie braucht jetzt nicht, ihn die Kinder zu überlassen, so dass er Fitna machen kann, wallahu ta'ala ala wa'ala. Na, tafadhal. Wenn man sich dem Gemeinschaftsgebet später anschließt und der Imam hat schon die Fatiha zu Ende rezitiert, muss man die dann selber noch rezitieren? Oder? Wann? Also zum Beispiel, man kommt zweiten Raka und der Imam rezitiert schon eine andere. Na, der Bruder sagt, wenn man sich dem Gemeinschaftsgebet anschließt und der Imam rezitiert nach der Fatiha noch eine weitere Sura, muss ich die Fatiha rezitieren, nach der richtigen Ansicht, und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, brauchst du das nicht zu machen. Allahu ta'ala ala wa alam, die Lesung vom Imam ist ausreichend für dich. Allahu ta'ala ala wa alam. Nein. Bismillahirrahmanirrahim. Es wird gesagt, meine Mutter war schwer krank gewesen, ich habe zu Allah ein Mitgebet gemacht, wenn es meiner Mutter wieder gut geht, dass ich für Allah ein Schaf schlachten werde, da darf man so ein Bittgebet machen? Darf man ein Bittgebet machen, indem man sagt, ja Allah, wenn es meiner Mutter wieder gut geht, dann werde ich ein Schaf schlachten? Nein, das ist Su'ul Adab mit Allah Azza wa Jalla. Schlechtes Benehmen gegenüber Allah Azza wa Jalla. Warum? Weil man stellt Allah was? Eine Bedingung. So nach dem Motto, ja Allah, wenn du sie heilst, dann erst bin ich bereit, was? Eine gute Tat zu machen. Nein, das macht man nicht. Sondern man schlachtet, ohne Allah eine Bedingung zu setzen.
So, das ist für Allah in der Hoffnung, dass Allah Azzawajal sie gesund macht. Denn das andere ist ein schlechtes Benehmen. Überlegt mal, sollen wir Allah Bedingungen machen? Das ist die Sache. Deswegen ist das nicht die Art und Weise, was Allah ta'ala wa a'lam barakallahu fikum wa jazakum khairan. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.